Hallo, meine Lieben. Das schwierige Jahr mit dem Mars ist mit dem 21. März 2017 vorüber. Ja, das Leben mit ihm war nicht immer einfach. Nun ist es an der Zeit, sich auf schönere Tage zu freuen, und lassen wir uns die kommenden 12 Monate mit Lebensfreude und Optimismus erhellen. Willkommen sei der Glaube an eine bessere Zukunft und Tage mit Selbstvertrauen und Mut. Am 21. März 2017 geht die Sonne in das Tierkreiszeichen Widder und bringt ihm Tage des Glücks und bessere Lebensqualität. Was der Widder vorhat, das wird ihm gelingen. Viele angenehme Momente erwarten ihn in diesem Jahr, denn er hat das Glück an seiner Seite. In den ersten Monaten hat der Widder den Merkur in seinem Sternzeichen, der ihn tatkräftig in seinen Entscheidungen und Ideen unterstützt. In der Mitte des Jahres werden einige unangenehme Situationen bei ihm auftreten. Doch sie wandeln sich in große Momente des Glücks. Alles wird gut. Die Sonne und Jupiter bringen dir das Glück. Der Engel Machideel ist der persönliche Engel des Widders. Höre seine Botschaft an dich. Schicke endlich deine negativen Gefühle aus deinem Leben. Öffne die Tür und werfe sie hinaus. Enttäuschungen, Wut, Schmerz und Kummer haben keinen Platz mehr in deinem Leben. Lass los, was war. So findest du dein Glück. Es ist dein Sonnenjahr. Willst du noch ein bisschen mehr wissen, was das Sonnenjahr für dich noch so bereithält? Dann fordere dein persönliches Horoskop bei unserem Top-Astrologen an oder rufe mich einfach an. Das nächste Tierkreiszeichen ist der Stier. Also, liebe Stiere, verpasst nicht das nächste Video von mir. Herzlichst, eure Deria.